Hier entpuppt sich der sogenannte Holzweg als der richtige Weg. Der Beruf des Tischlers wird immer beliebter und das Arbeiten mit dem Werkstoff Holz zu einer Besonderheit. Wir arbeiten einfach mit einem lebendigen Material, ein wunderschöner Beruf. Wir haben mit Textilien zu tun in der Raumausstattung, also das ist einfach wirklich bis zur Innenarchitektur und bis zur Fertigung, bis zur Montage beim Kunden einweg. Daher sind wir auch auf dem richtigen Holzweg. Und wir haben aktuell 225 Lehrbetriebe, die gerade aktuell Lehrlinge ausbilden. Davon haben wir 519 Lehrlinge derzeit gerade in Ausbildung. In dieser Ausbildung ist Fantasie und Kreativität genauso gefragt wie Fingergeschicklichkeit, Form- und Raumgefühl und ein technisches Verständnis. Meine Lehre ist ganz, ganz vielfältig. Also es geht auch von der Planung, vom Entwurf bis zur Produktion, bis zur Montage. Also wir haben so eine Durchgängigkeit in unserer Lehre, was wunderschön ist und sehr, sehr vielfältig und abwechslungsreich ist. Der Weg von einem Holz bis hin zu einem fertigen Möbelstück ist das, was viele junge Menschen so begeistert. Das Schöne an dem Beruf ist die Leidenschaft, mit seinen Händen zu arbeiten und etwas Greifbares entstehen zu lassen. Ich habe mich schon von klein aus für das Handwerk interessiert und habe dann verschiedene Firmen mir angeschaut und dann, es macht mir einfach Spaß. Man erlebt jeden Tag was anderes und dann am Ende vom Tag hat man das fertige Möbel vor einem stehen und dann kriegt man positive Rückmeldungen von den Kunden und das ist einfach ein super Gefühl. Weil ich finde es halt interessant mit Holz zu arbeiten, weil mit dem kann man halt viel tun und ist halt interessant. Für mich ganz persönlich ist das Besondere, dass man einfach Leuten eine Riesenfreude macht, wenn man seine Werkstücke dann bringt, seine Küche dann liefert und die Dankbarkeit vor allem, die was man durch den Kunden erfährt, das ist für mich immer das Highlight dann, wenn man ein Produkt oder ein Projekt abgeschlossen hat. Und die Welt steht einem offen. Auch Lehre mit Matura ist beispielsweise möglich, sowie die duale Akademie. Duale Akademie heißt, dass wir auch Maturanten, die was die Matura abgeschlossen haben, eine verkürzte Lehrzeit im Bereich Tischlerei Technik, Schwerpunkt Planung oder Produktion auch sich ausbilden lassen können. Und für das gibt es auch eine eigene Schulklasse dann auch in der Berufsschule dafür. Und das zeichnet halt das ganz besonders halt auch aus. Oberösterreich ist ein Holzland und rund 1700 Tischlereibetriebe bieten krisensichere Arbeitsplätze und moderne Ausbildungsmöglichkeiten.